Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist richtig, wir und die gesamte EU stehen vor großen Herausforderungen. Hier stimmt aber irgendwas nicht, weil das kann nicht sein, dass ich jetzt nur noch 60 Sekunden habe. Na, das kann bei mir zumindest nicht der Fall sein. Das ist, kommt zwar häufiger vor, aber aktuell stimmt kann das nicht. Kann sich nur um Sabotage handeln. Können wir noch mal neu anfangen? Ja, wir fangen natürlich noch mal neu bitte an. Bitte darum. Wir stoppen mit. Ja, es ist richtig, wir und die gesamte EU stehen vor großen Herausforderungen. Es wird uns einiges abverlangen, das Recht auf Asyl und Schutz aufrechtzuerhalten und diesen Menschen eine würdige Lebensperspektive anzubieten. Wir müssen aber diese Situation bewältigen, ohne unsere Werte und Prinzipien aufzugeben. Die Bundesregierung versucht, mit einer Gesetzesflut die im Grundgesetz verbliebenen Reste des Asylrechts auch noch abzuschaffen. Bei diesem Vorgehen lässt sich die Bundesregierung weder von den Erfahrungen unserer Vergangenheit noch vom internationalen Recht beeindrucken. Es wurde mehrfach vorgetragen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber ich möchte es nochmals wiederholen. Das Recht auf Asyl und Schutz ist ein individuelles Recht. Nicht jeder Mensch, der in einer Diktatur lebt, ist bedroht, und auch in einer halbwegs funktionierenden Demokratie können Menschen durchaus bedroht sein. Deshalb ist die Einstufung sichere Herkunftsstadt eine völlige Verkehrung des Rechts auf Asyl und Schutz. Abgesehen davon stellt die Einstufung von beispielsweise Ghana und Senegal oder Kosovo eine Verhöhnung der dort betroffenen Menschen dar. Und jetzt sollen diese Liste auch noch Marokko, Tunesien und Algerien hinzugefügt werden. Diese Staaten sind so sicher wie Horst Seehofers Lieblingsstaat Russland. Wir sollten aber Herrn Seehofer vielleicht an der Stelle nicht Unrecht tun. Der Lieblingsstaat der Bundesregierung ist zurzeit die Türkei. Dieselbe Türkei, liebe Kolleginnen und Kollegen, die noch vor kurzem als EU-untauglich gehandelt wurde. Zu der Frage von zahlenmäßigen Obergrenzen für Asylsuchende und Geflüchtete hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in seiner Ausarbeitung vom 16.12.2015 festgestellt, ich darf mit Ihrer Erlaubnis zitieren, insgesamt ist festzuhalten, dass das geltende primäre und sekundäre EU-Asyl- und Flüchtlingsrecht keine Regelungen enthält, die eine zahlenmäßige Begrenzung der Aufnahme von international Schutzsuchenden vorsehen. Dem ist aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen. In Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes steht, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Dort steht übrigens nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, die deutsche Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Abgesehen von dem Auftrag des Grundgesetzes, glaubt jemand wirklich ernsthaft daran, dass Kinder ohne Eltern, Männer und Frauen ohne Partnerinnen und Partner oder Menschen, die nicht wissen, ob sie einen Daueraufenthalt erhalten werden, die von der Union so gepriesene sogenannte Integration besser schaffen werden. Grünen-Chefin Simone Peter hat davon gesprochen, dass der Großen Koalition
eigentlich nichts mehr heilig ist. Zitat Ende, und sie hat recht. Wir hoffen, dass alle rot-grün bzw. rot-rot-grün regierten Bundesländer, natürlich an der Stelle Baden-Württemberg ausgenommen, diesem erneuten Abbau des Asylrechts nicht zustimmen werden. Das erwarten wir selbstverständlich auch von Berlin. Herzlichen Dank.